Die Geschichte geht so. Neulich habe ich drüben bei Dr. Freud ein Video zu Sonic Mania gemacht, in dem ich die mittlerweile ziemlich hanebüchene Geschichte der Sonic-Reihe zusammenfasse und den neuen Teil ankündige, der am 15. August erscheint. Und darin sage ich Folgendes. Was macht man, wenn jahrelang der Versuch scheitert, aus Sonic eine Spielereihe zu machen, die auch nach modernen Maßstäben bestehen kann? Genau, du baust einfach das 25 Jahre alte Spiel aus den 90ern nochmal nach, schreibst Mania in den Titel und hoffst, dass keinem auffällt, dass Sonic eigentlich schon damals kein wirklich gutes Jump'n'Run war. Tja, und wer hätte es geahnt? Die Kommentare sind mir danach quasi um die Ohren geflogen. Aber statt das jetzt so stehen zu lassen, nutze ich doch mal hier die Gelegenheit, um zu ergründen, wie ich darauf komme. Denn offenbar geht's dabei nicht nur mir so. Immerhin blickt die Reihe mittlerweile auf über 25 Jahre und unzählige Titel zurück. Hat im Gegensatz zu Nintendos Mario aber nie den Sprung in die moderne Konsolengeneration geschafft. Oder spielmechanische Fußstapfen hinterlassen. Die Gründe dafür sind zwar zahlreich, aber der wichtigste davon ist für mich ganz simpel. Sonic war schlichtweg nie ein gutes Spiel. Wie ich auf diese verwegene Theorie komme, erkläre ich jetzt. Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! What's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Eines muss man Sega lassen. Die Marketingkampagne, die Anfang der 90er auf die Spieler losgelassen wurde, um den ewigen Konkurrenten Nintendo in die Schranken zu verweisen, hat es in sich. Mit frechen Vergleichen verhöhnte man den langsameren Konkurrenten. Sonic war schneller, cooler, frecher und hatte den geileren Schuhgeschmack. Und das saß. Sonic wurde gerade in den USA zum riesigen Erfolg. Als ich 1991 dann meine eigene Version von Sonic in den Händen hielt, war ich entsprechend überrascht. Denn dieses wahnsinnig schnelle Spiel, was mir die Werbebotschafter versprach, das gab es gar nicht. Sonic war natürlich wesentlich flinker als die meisten Jump'n'Run-Helden seiner Zeit. Aber wirklich uneingeschränkt ist er das nur an speziellen Punkten in den Levels. Wenn er zum Beispiel auf Jump-Pads tritt oder in ein Looping befördert wird. Aber in diesen Situationen spielt sich das Spiel dann praktisch von selbst. Zugegeben, das sieht selbst heute noch echt schnittig aus, aber die Spielrealität sah eigentlich immer so aus. Für mich war das schon immer eine der großen Mogelpackungen der Spielegeschichte. Die Spielfigur kann in der Theorie verdammt schnell sein, wird aber in der Praxis alle 3 Sekunden unsanft ausgebremst. Denn genau das hier passiert immer wieder. Sonic beschleunigt und donnert dann in eine Wand. Oder in ein tödliches Hindernis, oder einen Abgrund, oder einen Gegner. Das ist ein bisschen so, als würde man das neue Forza spielen und dann geht alle 2 Meter der Motor aus. Warum Sonic so funktioniert oder besser gesagt nicht funktioniert, erkennt man eigentlich schon, wenn man die Einflüsse hinter dem Spiel genauer ergründet. Der Designer des Spiels, Naoto Oshima, hat in einem Interview verraten, dass seine größte Inspirationsquelle die in den 80ern noch wahnsinnig populären Flipper-Automaten waren. Und da wird schon einiges klar, denn Flippertische funktionieren anders als Videospiele. Ein zentrales Element der Automaten ist es, eben keine Kontrolle zu haben. Sobald man die Kugel losschickt, ist man ganz und gar den Hindernissen ausgeliefert. Als Spieler kann man dann gerade noch so reagieren und hat höchstens marginalen Einfluss auf Geschwindigkeit und Laufbahn der Kugel. Das machte für die Flippertische Sinn. Immerhin galt es den Spielern ja, möglichst viele Münzen aus der Tasche zu locken. Für ein Videospiel könnte dieser Ansatz aber kaum fataler sein. In seinem Buch The Theory of Fun in Game Design schreibt der Spieldesigner Rev Costa, die Essenz guten Spieldesigns ist es, dem Spieler die eigenen Regeln beizubringen und dann abzufragen. Super Mario Bros. Macht das zum Beispiel exzellent. Die Spielfigur befindet sich im Zentrum des Bildschirms, rechts davon sieht man stets, welche Hindernisse das Spiel einem in den Weg stellt, was auf einen zukommt, was man wann und weshalb zu tun hat. Hier wendet man das Gelernte gleich hüpfend an und wird dann direkt mit Erfolgserlebnissen belohnt. Das ist perfektes Game Design. In Sonic sieht der Lerneffekt ungefähr so aus. Falls ihr nicht zufällig die Reaktionszeit eines Insektes besitzt, das waren jetzt ungefähr 0,3 Sekunden. Die Jungs vom Channel Previously Recorded haben sogar mal nachgemessen, wie viel Zeit man als Spieler hat, um ein Hindernis zu erkennen, wenn Sonic auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. Eine Viertelsekunde, mehr bleibt euch nicht. Wirklich reagieren kann da eigentlich keiner. Am Ende bleibt da nicht nur der Lerneffekt aus, sondern auch Frust zurück. Im Grunde ist es paradox. Ein Spiel, welches mit atemberaubenden Geschwindigkeiten wirbt, bestraft euch immer dann, wenn es schnell wird. Dabei ist man nicht mal selber schuld. Eigentlich macht man ja nur das, was das Spiel von einem erwartet. Und viel schlimmer, spielt man Sonic nicht auf diese Weise, offenbaren sich erst die wirklichen Probleme des Spieldesigns. Kommt Sonic zum Stehen, wird das Geschehen nämlich plötzlich wahnsinnig träge. Und zwar, weil die Trägheit anprogrammiert ist. Auch das orientiert sich an der Physik einer Flipperkugel. Sonic muss, um auf Touren zu kommen, erst Momentum aufbauen. Selbst in der Luft steuert er sich seltsam schwerfällig. Während viele andere Jump'n'Runs der damaligen Zeit durch punktgenaues Timing und präzise Steuerung bestachen, eierte Sonic eher schwerfällig durch die Luft. Wo war da die angepriesene Geschwindigkeit?
Fähigkeit. Statt die Kontrolle über die Situation zu behalten, ächzt man die Gegner förmlich zu Tode. Ohnehin ist es eher nicht ratsam, mit Tempo 200 durch die Level zu brettern. Denn auch das ist ein Problem, das Leveldesign macht da gar nicht mit. Sonics Levels sind im Gegensatz zur Konkurrenz weit weniger geradlinig, sondern sehr weitläufig. Das ist für den Vertretern des Metroidvania-Genres eine tolle Sache. Bei klassischen Jump'n'Runs macht sowas hier aber keinen Sinn. Das ist als Beispiel nur mal die Karte des ersten Levels. Bei einem normalen Durchlauf wird man nie alle Teile des Levels zu Gesicht bekommen. Als Spieler fand ich das damals verdammt unbefriedigend. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass mir etwas entgeht, weil ich an großen Teilen der Levels einfach vorbeijage. Und auch der Wiederspielwert hat sich dadurch nicht erhöht, denn einerseits gelangt man in viele Bereiche eher zufällig, weil man mal wieder gegen ein Jump-Pad gelaufen ist, andererseits ist oftmals gar nicht recht ersichtlich, welche Teile des Levels nun passierbar sind und welche nicht. Auch hier macht das Spiel einen eher miserablen Job, dem Spieler die eigenen Mechaniken beizubringen. Für mich sind genau das die Gründe dafür, weshalb Sonics Schritt in die dritte Dimension nie von Erfolg gekrönt war. Wenn schon der Urvater der Reihe in 2D spielmechanisch schwerwiegende Probleme hat, wie sollte es dann der nachfolgenden Generation anders gehen? Kaum einer der Titel der Hauptreihe, die in der dritten Dimension stattfanden, kam über Mittelmaß hinaus. Manche gelten sogar als legendär schlecht. Wie etwa Sonic the Hedgehog aus dem Jahr 2006, das technisch derart desolat war, dass es selbst mitten in Gesprächen nachladen musste. Vor allem wird hier klar ersichtlich, wieso das bloße Übertragen der serientypischen Mechanik nicht funktioniert. Auch hier hat man null Kontrolle über die schnellen Sequenzen in Loopings oder auf Schienen. Auch hier versagt das Spiel, wenn das Tempo mal nachlässt. Look, ramps. We can use these as ramps. Ohne die langsamen Sequenzen ging es aber offenbar auch nicht. Mit Sonic R versuchte Sega konsequenterweise das Spiel auf die Essenz des Schnellseins herunterzubrechen. Dass man dafür aber auch eine halbwegs passable Grafik oder eine annähernd brauchbare Steuerung braucht, das kam ihnen offenbar nicht in den Sinn. Mit jedem Spiel wurde mehr und mehr klar, dass Sega nicht nur die Ideen ausging, sondern offenbar auch die Lust. Aber um nicht nur zu mäkeln, werden wir doch mal konstruktiv und sammeln Gegenvorschläge. Wie könnte man Sonic besser machen? Im Grunde reicht ein Blick auf die Konkurrenz. Nintendo ist mit Super Mario auch deshalb über all die Jahre und Konsolengenerationen hinweg erfolgreich geblieben, weil man sich stets auf die Kernprinzipien konzentriert hat. Klar, hier und da kamen mal neue Features dazu, aber im Grunde ging es stets um ehrlichen, puren Hüpfspaß. Mario wollte nie mehr sein, als es ist. Aber während Nintendo so die Formel für Spielspaß immer wieder neu definierte, liefen drüben bei Sonic irgendwann die Charaktere mit einer Panzerfaust durchs Bild. Natürlich, man darf eine Spielreihe gern modernisieren, aber was das hier... Fight! No! No! Mit dem hier zu tun haben soll, verstehen nicht einmal mehr beinharte Fans. Sega müsste sich stattdessen auf die Ursprünge besinnen. Sollen sie doch einen schicken 2D-Titel machen, aber dann macht es richtig. Modernisiert die Reihe auch hier, statt immer wieder die ersten drei Teile nachzuprogrammieren. Schließlich fingen ja da die Probleme schon an. Ein großartiges Beispiel, wie man Geschwindigkeit in einen 2D-Jump'n'Run integrieren kann und dem Spieler dabei trotzdem noch die nötige Kontrolle überlässt, liefert zum Beispiel Rayman Legends. Da gab es diese brillanten Passagen hier. Da verschmelzen dann Höchstgeschwindigkeit mit Rhythmusgefühl, toller Musik und einer brillanten Präsentation. Und das rockt, wortwörtlich. Und dass man nicht unbedingt wie ein Irrer durch die Levels hetzen muss, um Geschwindigkeit zu erzeugen, hat beispielsweise Ori and the Blind Forest gezeigt. Da gibt es immer wieder Passagen, in denen man unter Zeitdruck einer Flutwelle entkommen muss. Das ist dann angenehm knifflig, steuert sich aber präzise und direkt. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich bin mir sicher, euch fallen in den Kommentaren sogar noch weitere ein. Sonics steiniger Weg begann ganz am Anfang. Bereits in den ersten Design-Meetings soll Segas technischer Leiter Juji Naka damals versprochen haben, das schnellste Spiel zu entwickeln, das es bis dato gab. Und das hat er. Sonic war 1991 eine technische Meisterleistung und verdient allein dafür meinen Respekt. Aber man merkt eben auch, dass Sega nie viel über die Ausgangsidee hinweggekommen ist. Sonic ist halt schnell, aber wie sich das sinnvoll in ein dazu passendes Spielerlebnis einbauen lässt, wie daraus mehr als nur ein Gimmick wird, darüber hat man sich keine Gedanken machen wollen. Sonic ist und war schon immer ein Spiel der Widersprüche. Es will, dass ihr beschleunigt und dann wieder nicht. Es katapultiert euch an goldenen Ringen vorbei, erwartet aber, dass ihr stehen bleibt, um diese zu sammeln, weil nur das vor dem frühen Bildschirmtod rettet. Es bietet ausufernde Levels, lässt euch aber an großen Teilen des Spiels einfach vorbeirennen. Und es ist ein Spiel der Repetitive. Es erwartet, dass man die Levels auswendig lernt, weiß, wo welche Gegner warten, wann man Ringe findet. Aber es lässt euch anders als ein Super Meat Boy nicht sofort wieder von vorn beginnen oder wie in Metroidvanias verpasste Bereiche erkunden. Geschwindigkeit war und ist daher nie das Problem von Sonic gewesen. Auch die 3D-Grafik trägt keine Schuld. Die muss Sega bei sich und den Anfängen suchen und sich dabei zwingend von Altlasten freimachen. Ich würde mir wünschen, dass Sonic endlich großartig wird. Vielleicht hätten wir dann wirklich mal ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen zweier ebenbürtiger Konkurrenten. Das wäre dann für alle Gamer, ob Nintendo-Fanboy oder Sega-Liebhaber, ein echter Tag zum Feiern.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, immer dann, wenn es ein bisschen kontroverser wird und ich ein geliebtes Franchise angreife, ich habe das damals schon bei Star Wars gesehen, dann geht's in den Kommentaren ordentlich ab unten. Deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr mitkommentieren wollt, tut das gerne. Ich würde mich total über eure Argumente freuen und Punkte, wo ihr mir vielleicht aufzeigen könnt, wo ich Unrecht haben könnte, aber dann bitte argumentbasiert belassen. Beleidigungen und so möchte ich unten nicht lesen, die werden einfach rausgelöscht, weil ja, das hat nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun. Ich versuch's nochmal mit Sonic Mania. Ihr seht das hinter mir. Da läuft gerade das Intro vom neuen Spiel. Das kommt ja dieser Tage raus. Vielleicht kann es mich ja doch eines Besseren überzeugen. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass Sonic mal ein paar Dinge anders macht. Bis dann. Tschüss.